Hi zusammen! Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus unserer Halle. Und zwar aus dem Küchenbereich mit einem riesigen Paket. Oh ja, das ist so riesig, dass wir uns sogar beide dahinter verstecken können. Aber ich muss sagen, ich war super gespannt auf den Inhalt des Pakets. Das ist nämlich der neue Cook-It von Bosch. Und das ist tatsächlich eine richtige Thermomix-Alternative. Nicht irgendwie ein Abklatsch aus dem Aldi, sondern dieses Gerät ist genauso hochpreisig und soll sogar auf dem Datenblatt etwas mehr können. Ich würde sagen, wir spannen auch die Leute gar nicht länger auf die Folter. Lass uns das mal auspacken. Einfach mal aus. Es ist, wie gesagt, riesig. Ich muss mich auf Zehenspitzen stellen, damit ihr mich noch seht. Frag mich mal. Aber für dich ist es noch schwieriger, ne? Ich sehe kaum was. Und wenn man sich jetzt hier so ein bisschen streckt, dann sieht man auch direkt, dass hier ein Kochbuch auf uns wartet und ganz viele Grafiken. Was denn hier für Zubehör mit dabei ist, das können wir hier mal direkt auspacken. Der Karton ist hier total cool bedruckt. Das sieht sehr einladend aus. Das macht einen richtig guten Eindruck. Kann ich mir das Kochbuch? Ja, klar. Das sieht auch echt richtig nice aus. Hier so ein richtig schönes Kochbuch. Ich denke, da wird es viele Rezepte geben. Das ist dieser Spatel, der hier draufsteht. Also jetzt können wir mal das ganze Zubehör hier rausnehmen, genau. Oder? Ich nehme mal diese ganze... Ja, mal so einfach ist das gar nicht. Boah, also das ist für unsere Körpergröße echt am Limit. Ist wirklich so. Boah, was haben wir jetzt alles? Ich glaube, das ist der Dampfgarer, kann das sein? Ja, genau. So dieses Varoma-Teil, was es quasi beim Thermomix gibt. Schon eine ganze Menge mit dabei. Ja, genau. Wir haben hier einmal einen Rührbesenaufsatz. Was haben wir hier noch? Ich denke, das ist so ein Rührer. Ich glaube, 3D-Rührer stand hier drauf. Und was haben wir hier noch? Zu guter Letzt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, einfach eine Klinge zum Zerkleinern wahrscheinlich von Gemüse. Genau. Ja. So der Klassiker. Ich glaube, jetzt können wir hier mal alles wegstellen tatsächlich. So, dann packen wir das vielleicht auch erstmal auf den Boden. Boah, ist das schwer. Da steht noch ganz schön viel drin. So, aber jetzt können wir uns hier nochmal den Dampfgarer angucken. Was haben wir hier drin? Einmal eine Abdeckung und was ist das? Das ist das, was Bosch eben meint, dass sie für alles dann doch eben spezielle Werkzeuge reinlegen wollen. Und ich glaube, hiermit kann man dann eben solche Sachen machen wie Gurken schneiden, oder? Ja, und ich glaube, das ist eher so für Karotten oder so zum... Ja, oder Käse reiben oder irgendwie. Ja, Käse wahrscheinlich auch. Also ich glaube, so diese Messer, die sind eben so für Gurken, Karotten und so ein Kram. Ja. Und das sieht aus wie eine Reibe im Prinzip. Genau. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, weil noch habe ich diese Vorstellung, da ist ein Topf. Das sehen wir bestimmt gleich, wenn wir noch den Cook-It selbst rausholen. Das wird sich einfach drehen und dann kann man da was gegenhalten. Genau. Wollen wir sagen, wir holen ihn einfach mal raus, komm. Pack ihn mal aus. Ja, komm. Ich räume alle mal hier rüber. Ja, wir haben hier noch so einen Verkleinerungsaufsatz. So, und da haben wir das Teil. Ganz schön schwer. Oh ja. Aber geil. Ich sehe schon, das hat unten drunter Saugnäpfe. Ja, richtig geil. Weil ich glaube, wenn man das jetzt so festdrückt, du kannst es nicht so schieben. Warte mal, vielleicht hört man es sogar. Aha. Ja, der saugt sich richtig fest. Das ist echt gut. Sieht wirklich echt schick aus. Ja, ich muss sagen, gerade das Design vorne ist halt echt sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben keine großen Knöpfe, keine Regler, nichts, einfach nur das Touchfeld. Es gibt gar nicht so einen Regler. Ich finde, man sieht irgendwie auch, dass er größer ist. Er macht so einen bulligeren Eindruck. Ja, er hat auch ein größeres Fassungsvolumen. Stimmt, 3 Liter hat er jetzt. Was hatte denn der Thermomix? 2,2 oder so. Also schon ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall für Familien hier gut geeignet. Da kriegt man einige Mäuler mit gestoppt, denke ich mal. Was wir auch schon sagen können ist, das Ding wird auf jeden Fall deutlich heißer als der Thermomix. Stimmt, 200 Grad und beim Thermomix waren es 160. 160, also boah, das sind 40 Grad, das ist schon einiges. Und das hat eben den Vorteil, dass man viel mehr damit machen kann. Zum Beispiel, du könntest jetzt Steak anbraten, liegt auch damit zusammen, dass die Topfform anders ist. Wir haben den flachen Boden und beim Thermomix war es so eher so trichterförmig nach unten hin. Ja, so ist es. Du kannst ja kein Steak braten. Nee, genau. Also man kann mit dem TM6 auch anbraten, allerdings habe ich das schon ein paar Mal mit Hackfleisch auch gemacht, fand ich jetzt, wurde nie so richtig geil. Durch das Messer auch immer so ein bisschen zu krisselig. Aber hier könnte man theoretisch, soweit wir wissen, einfach ein Steak unten reinlegen. Müssen wir auf jeden Fall nochmal ausprobieren, ob es dann auch wirklich so ist. Es ist echt so verrückt, aber wie viele Geräte einfach so ein Produkt ersetzt, 27 oder? 27 Funktionen soll er haben. Pfannen, Topf, wir können alles Mögliche schneiden. Wir können sogar Popcorn damit machen. Ja! Das, wie geil ist das bitte? Das ist richtig cool. Das geht mit dem Thermomix nämlich nicht, weil man kann es dann hinterher da drin auch karamellisieren und zuckern, glaube ich. Aber tatsächlich braucht halt Popcorn-Mais 180 Grad. Der TM6 kann nur 160. Hier drin sollte es also kein Problem sein. Ich würde aber sagen, ich stecke hier einfach mal den Stecker an. Ich bin mega auf das Display gespannt. Yo, ich auch. Denn das ist beim Thermomix tatsächlich, ich würde jetzt fast sagen, schon die größte Schwachstelle. Es ist nicht schlecht, aber dann doch relativ träge. Und deswegen bin ich wirklich hier gespannt, ob das zügiger geht. Dein Cook-It ist startklar.
Siedepunktautom. Ja, jetzt müssen wir das hier erstmal einstellen. Mit aber Home sieht Connect schon mal recht scharf aus, das kann man schon mal sagen. Sieht scharf aus, aber könnte gerade heller sein, muss ich sagen. Kann man das hier mal abbrechen? Ja. Das ist aber schon mal sehr gut. Guck mal, wie das reagiert. Das ist bei Küchengeräten nicht immer unbedingt so. Ist jetzt schon besser als beim Thermomix. Das wäre auch so ein bisschen der Knackpunkt beim Thermomix, oder? Ja, ja, absolut. Also das ist echt, echt träge beim Thermomix. Also es ist jetzt nicht super schlecht, aber viel träger als das hier. Ist schon fast wie auf einem Smartphone. Es soll dann aber auf diesem Display, das habe ich in Videos schon gesehen, Rezeptvorschläge geben. Ich meine, wir haben ja einmal dieses Buch hier zugelegt bekommen. Da wird einiges dabei sein, aber ich denke mal, man kann das Panel dann auch dafür benutzen, um eben sich ein paar Rezeptvorschläge machen zu lassen. Ja, ganz genau. Also vor allem ist das ja der große Vorteil beim Thermomix, diese Cookidoo-App quasi, in der, glaube ich, über 7000 Rezepte lagern. Da kann Bosch am Anfang noch nicht mithalten. Ich glaube, 200 sollen es am Anfang sein. Das soll sich aber dann natürlich noch erweitern. Aber das ist natürlich das große Ding beim Thermomix. So sieht das ungefähr aus. Also hier gibt es anscheinend schon echt viele Rezepte. Es riecht schon so nach frischem Buch. Und was ich hier auch sehe, ist immer so ein QR-Code. Den kann man locker irgendwie einscannen. Mit Sicherheit. Ja, ich glaube, dafür ist er gemacht. Ja, okay. Aber das ist ja richtig geil gemacht. Schaut euch das nochmal an. So ein Rezept zum Brotbacken. Oh ja. Ich habe so Bock, das auszuprobieren. Dann können wir so richtig vergleichen, so wie deine Erfahrung mit dem Thermomix war und meine mit dem Cookit. Und da freue ich mich schon richtig drauf, denn tatsächlich muss ich sagen, dass mir rein von der Optik her das Ding eigentlich hier echt besser gefällt. Das passt voll gut zur Küche auch. Also wenn der am Ende wirklich das oder sogar noch mehr kann als der Thermomix, würde ich wahrscheinlich sogar eher auf das Gerät hier wechseln. Hat noch mehr Zubehör, obwohl man sich davon vielleicht nicht blenden lassen darf? Wenn am Ende der Thermomix das alles auch irgendwie ohne diesen ganzen Klimbim schafft, dann ist es auch egal. Aber wissen wir noch nicht. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock, das jetzt auszuprobieren. Ihr müsst auch wissen, das ist irgendwie so ein Bereich in der Technikszene, der für mich so bisher noch gar nicht auf dem Schirm war. Weiße Ware. So weiße Ware, aber das hat auch so viel Potenzial und man kann da, glaube ich, so viele coole Sachen entdecken. Auf jeden Deswegen habe ich mal richtig Bock auszuprobieren, wie das sich so auf meinen Küchenalltag, wenn es den überhaupt gibt. Ja, also es ist was für den Kinoabend, für Popcorn. Es ist was, um leckeres Brot zum Frühstück zu backen und für ein leckeres Abendessen. Vielleicht haben wir irgendwann einfach gar keine Küche mehr. Jeder zu Hause hat einfach so ein Gerät stehen und das war's dann. So, Schreibtisch. Irgendwann muss da noch ein Kühlschrank integriert sein und dann passt das. Ja, aber ich würde sagen, das war's für heute erstmal und wir sehen uns dann spätestens im Test wieder, denn das Ding werden wir genauer unter die Lupe nehmen. Das nehmen wir sehr genau unter die Lupe. Wir werden es auch mit dem Themen 6 vergleichen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber auch beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, viel Spaß und tschüss. Ciao.